Servus Leute, Chris und Danny sind am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem und auch Dannys Kanal. Heute mit dem MSV Duisburg, es ist wieder eine Sprint to Glory. Also ihr merkt sicherlich auf beiden Kanälen eine MSV Sprint to Glory mit mir und Danny, der ist normalerweise auch irgendwo neben mir eingeblendet. Er darf sich jetzt gerne auch mal vorstellen oder kurz auch zu euch Hallo sagen. Jo, hey ja, ich bin Danny für die Leute auf meinem Kanal, die kennen mich ja schon. Nur von den Leuten, ja, von den Leuten von Chris' Kanal. Ja, was soll ich großartig sagen? Ich bin auch ein FIFA-YouTuber, mache einen Karrieremodus mit dem MSV Duisburg. Ich komme auch ursprünglich aus Duisburg und von daher, ja, hat der Chris quasi gesagt, lass uns doch eine Sprint to Glory zusammen machen. Genau. Und da sind wir. Ja, da sind wir. Heute mit dem MSV. Nächste Woche Sonntag, wenn alles gut läuft, mit dem FC. Deshalb, ich habe auch hier das Trikot an. Also mein Herzensclub, Dannys Herzensclub. Ich freue mich extrem drauf. Ja, ihr habt gemerkt, auch das Intro auf beiden Kanälen ist identisch, was einfach nur genau. So den Sinn hat, dass es halt das gleiche Video ist. Ja, natürlich ist der Inhalt Richtig. Nicht ganz identisch. Danny MSV, ich MSV, jeder hat seine identischen Transfers. Danny meinte auch, er hat schon ein paar Transfervorschläge, schon ein paar Pläne und sowas. Also da kann man definitiv genau. Auch gespannt sein. Und ich habe da auch schon richtig Bock drauf. Ja, extrem, extrem. Also es wird auf jeden Fall eine ganz geile Sache. Und es ist das erste Mal jetzt auch mit zwei Facecam-Leuten hier quasi im Intro. Auch mega geil. Also wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt gerne auch einen Kommentar. Checkt natürlich auch gerne Danny ab über den ersten Link in der Videobeschreibung oder hier oben. Dasselbe gilt natürlich bei mir, ne? Checkt auf jeden Fall den Chris ab, denn er hat es auf jeden Fall verdient. Einfach mal rüberschauen und auf jeden Fall mal ein Like da lassen von mir. Und gerne auch Grüße. Ja, wäre toll. Und ich muss einfach kurz gestehen, ich habe mein MSV-Trikot nicht an, es hängt neben mir. Alles gut, gar kein Problem, ist alles gut. Wir wissen hier Bescheid. Genau, na, man weiß es. Alles klar, nee, also ansonsten das Übliche, ihr wisst Bescheid, ich hoffe euch gefällt das Video und dann würde ich sagen, wir zwei sind raus und starten jeweils ins eigene Video, oder? Genau, und dann geht es natürlich noch darum, wer gewinnt, ne? Genau, wer braucht stimmt. Weniger Zeit mit dem MSV? Und die Champions League zu gewinnen. Also, das ist die Challenge. Also, das ist auf jeden Fall das genau. Große Ziel. Wer vom MSV, also wir starten ja quasi mit dem gleichen Grundkapital, beide mit der gleichen Mannschaft. Und dann ist quasi das Duell so ein bisschen in einem Manager-Duell artig, wer früher die Champions League gewinnt. Und ja, ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir starten rein. Du bist bereit? Ich sehe es genauso, auf jeden Fall. Perfekt. Alles klar. Dann würde ich sagen, die Facecam verschwindet bei mir. Bei Danny bleibt sie dabei. Und ich wünsche euch Richtig. Ganz viel Spaß beim Video. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Und dann nochmal ein fröhliches Hey an dieser Stelle. Und dann nochmal herzlich willkommen zu dieser Sprint to Glory mit dem MSV Duisburg. Wie der Chris und auch ich gerade schon einmal erwähnt haben, der MSV ist mein Herzensclub. Ich habe auch mittlerweile das Trikot angezogen und nicht mehr nur neben mir hängen. Auch wenn der MSV so mein Herzensverein ist, glaube ich nicht, dass ich jetzt irgendwelche Vorteile in dem Chris gegenüber habe. Ich kenne halt den Standardkader ganz gut. Allerdings kennt sich Chris einfach viel besser aus, was den Sprint to Glory angeht. Es ist jetzt, glaube ich, hier erst gerade so meine vierte insgesamt und Chris hat schon irgendwie gefühlt alle Mannschaften gemacht, die es so in der Bundesliga und zweiten Bundesliga so circa gibt. Das heißt, Chris ist auf jeden Fall der haushohe Favorit und ich bin so der kleine Underdog. Auch eine ganz lustige Geschichte eigentlich, Chris und ich wollen uns gegenseitig in den Kommentaren mal vorgeschlagen, mal ein Video zusammen zu machen. Da haben wir beide gesagt, das wäre mega awesome. Dann habe ich mich bei Chris einfach mal gemeldet und so hat sich das einfach mal weiterentwickelt. Und jetzt sind wir endlich hierbei gelandet, dass wir endlich mal ein Video zusammen machen. Ist auch mein allererstes Video mit einem anderen YouTuber zusammen. Und bevor jetzt das Video dann richtig losgeht, würde ich mich natürlich mega über einen Daumen nach oben freuen und natürlich über eure Kommentare. Wenn ihr weitere Sprint to Glory Vorschläge habt, schreibt sie sehr gerne einfach mal in die Kommentare. Demnächst, nächsten Sonntag, kommt auch eine weitere Sprint to Glory mit dem Chris zusammen, worauf ich mich auch schon mega freue und darauf könnt ihr auch schon zu Recht ein bisschen gehypt sein. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, würde ich mich natürlich auch extrem über ein Abo von euch freuen und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal richtig rein. Die Verträge habe ich schon so gut es geht alle verlängert, die es so möglich waren. Heiri möchte aufhören nach der Saison und Nielsen und Wiedwald sind halt nur ausgeliehen. Apropos Leihe, wir werden die Leihe von Thomas Blomeyer abbrechen, damit wir einen weiteren Spieler haben, den wir verkaufen können. Jetzt kommen wir auch mal direkt zu der Transferliste und zwar habe ich da so gut wie jeden Spieler draufgepackt, den wir draufpacken können, denn mein Ziel ist es einfach so viele Spieler wie möglich zu verkaufen und uns dafür dann Talente zu holen. Denn mit dem MSV hast du einfach nicht den talentiertesten Kader, das bedeutet, wir müssen einen kompletten Umbruch machen, viele Spieler verkaufen und so gut wie für jede Position ein neues Talent holen, wenn nicht sogar mehrere. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, neben der MSV Sprint to Glory gibt es derzeit im Übrigen noch eine MSV-Karriere und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischauen würdet. Jetzt nochmal eine kleine Sache und zwar werde ich in der ersten Transferphase der Sprint to Glory die Transfers ein bisschen anders handhaben. Und zwar werde ich euch jetzt nicht zwingend jeden Spieler zeigen, den wir kaufen werden, direkt zu Beginn. Das bedeutet, ich werde nicht immer zwingend in die Verhandlungen reingehen. Das heißt aber, auf jeden Fall werdet ihr spätestens am Ende der Transferphase im Überblick sehen, wen wir transferiert haben und wen nicht. Denn ansonsten wird sich die erste Transferphase einfach unfassbar ziehen, weil wir halt einfach sehr, sehr viele Transfers vorhaben. Ich so gut wie den kompletten Kader austauschen werde, was in der Sprint to Glory ja auch üblich ist. Ich werde euch vermutlich so den ein oder anderen Spieler mal zeigen, den wir holen werden, aber nicht alle Transfers, die wir in der ersten Transferphase tätigen werden, denn wie gesagt, das wäre einfach zu viel. Für die erste Transferphase haben wir bis jetzt im Übrigen 4,3 Millionen Euro circa zur Verfügung und dann würde ich auch mal sagen, fangen wir direkt mal an, den MSV zu einem der erfolgreichsten Clubs der Erde umzubauen.
Unsere Mannschaft sieht derzeit im Übrigen folgendermaßen auf. Ich habe derzeit so die Formation ausgewählt, dass die besten Spieler von uns spielen. Und damit haben wir den ersten Transfer unter Dach und Fach, und zwar Jan-Fiete Arp vom HSV. Neben Arp haben wir noch zwei weitere deutsche Talente verpflichtet, und zwar Gianluca Itter vom VfL Wolfsburg und Christian Früchtel vom FC Bayern München. Und bis jetzt läuft es ganz gut. Die ersten drei Spieler haben wir alle jeweils unter Marktwert gekauft. Und damit ist die erste Transferphase vorbei und ich habe so gut wie alles, was wir hatten, ausgegeben. Und wie versprochen, kriegt ihr jetzt den Überblick der Transfers vom MSV Duisburg. Zuallererst habe ich es wirklich geschafft, so gut wie jeden zu verkaufen, den ich auch verkaufen wollte. Wiegel ist gewechselt, genauso wie Tashi zum HSV. Kauli Oliveira Sousa, Boomheuer, Schnellhardt und auch Gerrit Nauber, Pier und natürlich auch Kevin Wolze und Stoppelkamp, Iljutschenko, Albutat und so weiter und so fort haben den Verein verlassen. Und jetzt kommen wir zu den Neuzugängen, die wahrscheinlich ein wenig spannender sein werden. Und zwar haben wir Christian Früchtel vom FC Bayern geholt, das wusstet ihr aber schon. Wir haben Ethan Mpelu vom FC Chelsea geholt für 1 Million. Wir haben Jan-Fiete Arp vom HSV geholt. Auch ein ganz guter Tausch. Tashi gegen Arp kann man mal machen, zumindest hier in FIFA auf jeden Fall. Wir haben Salih Özcan als Ersatz für Schnellhardt gekauft. Wir haben Joshua gekauft, wir haben Gumni gekauft als Rechtsverteidiger, Angel Gomez und natürlich Kossa, Fascharen und Gianluca Itter. Drei dieser Transfers kanntet ihr schon. Nach den ganzen Transfers sieht unsere Stammelf jetzt folgendermaßen aus. Viele der neuen Leute spielen natürlich sofort von Anfang an in der Stammelf. Viele der neuen müssen sich aber erstmal mit einem Bankplatz oder sogar mit einem Reservebankplatz begnügen, denn die sind einfach noch nicht gut genug, werden sich aber aufgrund ihres Potenzials auf jeden Fall verbessern. Und bevor ich es vergesse, im Vorbereitungsturnier haben wir im Finale gegen Rosenborg verloren und in der Liga sah es bis jetzt eigentlich ganz in Ordnung aus. Wir haben gegen Dresden gewonnen, unentschieden gegen Bochum und dann gegen Darmstadt verloren. Da haben uns aber auch viele Spieler verlassen und die habe ich erst im Nachhinein geholt. Und ja, was soll ich sagen, im DFB-Pokal sind wir auch ausgeschieden gegen Magdeburg in der ersten Runde. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie sich unsere Mannschaft in der ersten Hälfte der ersten Saison schlagen wird. Und damit sind wir in der Wintertransferphase angekommen. Die erste Hälfte der Saison ist vorbei und ich bin mega gespannt darauf, auf welchen Tabellenplatz wir stehen. Wir stehen auf dem 11. Tabellenplatz und ich muss gestehen, damit bin ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig zufrieden. Ich habe ehrlich gesagt schon damit gerechnet, dass wir auf den einstelligen Tabellenplatz landen werden, denn schlecht ist unser Kader auf gar keinen Fall. Aber vielleicht geht ja in der zweiten Hälfte der Saison noch irgendwas. Aber zuallererst haben wir die Wintertransferphase, wo meiner Meinung nach vermutlich nicht viel passieren wird, denn wir haben eh kein Geld. Und ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen, irgendwen verkauft zu bekommen. Ein bisschen was in der Wintertransferphase kriegen wir wohl doch noch zu tun, denn wir haben Christian Gartner verkauft und Lukas Fröde. Die Wintertransferphase ist vorbei und wir haben zwei neue Spieler verpflichtet. Und zwar Pietro Pellegri von AS Monaco und Alessio Riccardi. Beide für relativ wenig Geld und beide einfach Megatalente. Wir haben auch mal wieder die Formation umgestellt und zwar spielen wir jetzt in einem 4-4-2. Damit heißt es auf zum Ende der ersten Saison. Und damit ist die erste Saison in dieser Sprint to Glory vorbei und wir befinden uns auf dem 12. Tabellenplatz. Wow, wir waren ja richtig stark mit unserem Kader. Das bedeutet aber, wir müssen in der nächsten Saison auf jeden Fall richtig angreifen, um versuchen aufzusteigen. Denn wie gesagt, hier ist immer noch eine kleine Challenge gegen den Chris am Start und ich möchte mich ja nicht komplett abziehen lassen. Im DFB-Pokal hat im Übrigen Fortuna Düsseldorf gewonnen, auch nicht verkehrt. Ist eine relativ große Überraschung. Wir sind ja in der ersten Runde gegen Magdeburg ausgeschieden. In der Europa League gewinnt am Ende der FC Chelsea gegen AC Mailand. Hätte genauso gut in der Champions League stattfinden können. Apropos Champions League, in der Champions League gewinnt Real Madrid gegen Manchester City. Und wenn wir eine Einladung zum Freundschaftsturnier bekommen, wissen wir sind in der zweiten Saison angekommen. In der zweiten Saison haben wir mit dem MSV im Übrigen 4,4 Millionen Euro zur Verfügung. Und auf der Transferliste stehen folgende Spieler. Viele Spieler, die ich letzte Saison einfach noch nicht verkaufen konnte, weil sie erst kürzlich zum Verein gewechselt sind. Wir haben den ersten Transfer für diese Saison eingetütet und zwar Riqui Puig vom FC Barcelona. Dank der Freigabesumme von 6,4 Millionen haben wir es sogar geschafft, den Spieler unter Marktwert zu verpflichten und er hat einfach mal ein Potenzial von ca. 89 und das ist richtig krass. Bedeutet aber auch, nach diesem Transfer haben wir so gut wie kein Geld mehr. Und damit haben wir zwei weitere Spieler verkauft und zwar Rehgäsel, unser Ersatzrechtsverteidiger und Schmelling, unser Ersatz-Ersatz-Linksverteidiger. Und damit ist auch unser Ersatz-Linksverteidiger weg und zwar Seo. In dieser Saison haben wir es im Übrigen geschafft, das Freundschaftsturnier am Ende tatsächlich im Elfmeterschießen zu gewinnen. Eventuell ist das ja ein ganz gutes Omen für diese Saison und den Aufstieg. Wir haben uns ein weiteres Talent geholt und zwar Benoit Badiachil vom AS Monaco für 1,8 Millionen mal wieder unter Marktwert. Wir verpflichten einen neuen Ersatz für die Außenverteidigerposition und zwar Joshua Wagnumann vom HSV.
Und damit ist die Sommertransferphase vorbei und ich kann euch jetzt schon mal sagen, so hundertprozentig zufrieden bin ich mit den Transfers nicht. Erst einmal schauen wir uns an, wen wir verkauft haben. Und zwar Schmelling, Seo Verhoek, Regese, genauso wie Jean-Claude Guyot. Und geholt haben wir uns unter anderem Sofiane Diop, Badia Schill, Puig von Barcelona, Wanyoman vom HSV. Verscharen haben wir dann noch verkauft und sein direkter Ersatzmann ist dann auch Diop geworden, was an für sich in Ordnung ist, weil die angestammte linke Mittelfeldspielerposition viel ausmachen kann bei Diop. Unsere Mannschaft sieht nämlich folgendermaßen aus. Wir haben halt einfach nicht viel verpflichtet. Badia Schill ist jetzt mittlerweile Stammspieler geworden, genauso wie Puig. Und ich bin extrem gespannt, wie sie unsere Mannschaft in der ersten Hälfte der Saison schlagen wird. Unser Liga-Auftakt war auch einigermaßen in Ordnung, würde ich mal behaupten. Wir haben gegen Fürth unentschieden gespielt, wir haben gegen den HSV verloren und gegen Sandhausen haben wir 1-0 gewonnen, sind allerdings mal wieder in der ersten Runde im DFB-Pokal direkt ausgeschieden. Und das bedeutet, wir gehen jetzt Richtung Wintertransferphase und ich hoffe einfach, dass unsere Mannschaft es irgendwie packt, in die obere Tabellenhälfte zu kommen. Und damit sind wir am 1. Dezember im Jahre 2020 angekommen und wir befinden uns auf dem 3. Tabellenplatz. Das ist sogar einigermaßen in Ordnung, heißt, wir spielen irgendwie um den Aufstieg mit und das ist ehrlich gesagt schon mal richtig gut für uns. Für die Wintertransferphase haben wir jetzt derzeit 1,6 Millionen Euro zur Verfügung, die habe ich im Sommer übrig gelassen und jetzt mal gucken, ob überhaupt irgendwas passiert. Zwei Spieler haben wir auf jeden Fall schon mal verkauft und zwar Joseph Bafoué und Vincent Gembalis, der uns aber nicht so viel Geld gibt. Die Wintertransferphase ist um und wir schauen jetzt natürlich mal nach, wen wir noch verpflichtet haben von den restlichen 2,6 Millionen. Da haben wir Oliver Skip von Tottenham geholt für 1,5 Millionen Euro, hauptsächlich um den Kader ein wenig breiter zu machen und er wird sich noch sehr stark verbessern. Das bedeutet, wir können ihn irgendwann für gutes Geld verkaufen. Von den freien Spielern haben wir Ashraf geholt, weil ich den Kader unbedingt breiter machen musste. Und jetzt heißt es alles geben für den Aufstieg in die erste Bundesliga. Und wir haben es tatsächlich geschafft aufzusteigen und zwar mit 74 Punkten, genauso viele Punkte wie der HSV hat. Nicht schlecht. Wir haben einfach mal 64 Tore erzielt, 13 mehr als der HSV und das ist schon mal richtig nice. In der Bundesliga ist im Übrigen der FC Bayern Meister geworden, 8 Punkte Vorsprung gegenüber Dortmund und absteigen werden wohl, ja ich sag mal Hannover und Düsseldorf, Köln ist natürlich dann in der Relegation. Den DFB-Pokal hat am Ende Bayer Leverkusen gegen Wolfsburg gewonnen. Die Europa League konnte am Ende der AC Mailand sich sichern gegen Leverkusen und Leverkusen hätte fast das mehr oder weniger Double dann klar machen können. Und die Champions League hat am Ende Real Madrid gegen die Überraschungsmannschaft aus Frankreich Olympique Lyon gewonnen. Dritte Saison mit dem MSV Duisburg und wir sind in der Bundesliga angekommen. Joa, Bundesliga mit dem MSV, das ist echt schon ein paar Jahre her, dass der MSV echte Ambitionen hatte, in die Bundesliga aufzusteigen, beziehungsweise in der Bundesliga war, leider. Wir haben in unserer allerersten Bundesliga-Saison 21,5 Millionen Euro zur Verfügung, das ist schon ein bisschen was. Und dieses Geld werden wir auch brauchen, um eine ernsthafte, konkurrenzfähige Mannschaft in der ersten Bundesliga zu, ja ich sag mal, zu erstellen. Zuallererst kaufen wir jedoch Alphonso Davies für seine Freigabesumme für 13,8 Millionen. Ich tue mich gerade ehrlich gesagt ein wenig schwer damit, Spieler auf die Transferliste zu tun. Das bedeutet, wir warten jetzt einfach mal ab, für welche Spieler wir Angebote bekommen. Kleine Meldung zwischendurch, wir haben das Freundschaftsturnier am Ende gegen Spal 1-0 gewonnen. Wir haben einen weiteren richtig guten Transfer eingetütet und zwar Paulinho von Leverkusen für seine Freigabesumme von 10,9 Millionen, obwohl er schon einen Marktwert von 13,5 Millionen hat. Ebenfalls geholt haben wir Alan Sousa Silva, ein Spieler, ja, der auf dem freien Markt war. Verkauft haben wir auch mittlerweile Joshviak, der wurde bei uns auch irgendwie nie glücklich. Ifeanyi Ampadu uns jetzt auch verlassen hat, wird es langsam mal Zeit für einen neuen Innenverteidiger. Direktes Aufsteigerduell direkt am Anfang der Saison, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen und am Ende gewinnen wir 1-0 und die ersten drei Punkte sind natürlich richtig wichtig. Wir haben auch endlich einen neuen Innenverteidiger verpflichtet und zwar William Saliba. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass er ein wenig besser ist, denn ich habe ihn gerade verpflichtet, ohne zu wissen, welche Gesamtstärke er überhaupt hat. Hat aber wohl ein Potenzial von 88, heißt in Zukunft sollte er wirklich stark werden. Und wir haben unseren letztjährigen besten Torschütze verkauft, und zwar Angel Gomez, für 17,5 Millionen an Defensor und davon kriegen wir jetzt nur 13 Millionen. Ich habe auch schon einen Ersatz im Auge. Die Sommertransferphase ist um in unserer ersten Bundesliga-Saison und ich bin mal wieder nicht so hundertprozentig zufrieden. Wir haben erst einmal Brendjek verkauft, wir haben Joshviak verkauft. Lukas Daschner hat uns am Ende auch nochmal verlassen, genauso wie Ifeanyi Ampadu. Unser erster bzw. richtig guter Neuzugang war William Saliba, wo ich aber auch noch erwarte, dass er um einiges besser wird. Genauso haben wir geholt Alphonso Davies für seine Freigabesumme von 13,7 Millionen und am Ende noch Ludovic Reis für 4,05 Millionen Euro. Genauso wie Sousa Silva gratis, genauso wie Kone, um den Kader ein wenig breiter zu machen. Dann haben wir natürlich noch Paulinho für seine Freigabesumme geholt und Angel Gomez und Neumann verkauft. Problem ist, ich konnte mir Kangin nicht mehr holen durch seine Freigabesumme, weil ich einfach nicht mehr auf die 16,3 Millionen Euro gekommen bin, ohne den Kader zu sehr zu schwächen.
Das bedeutet, wir spielen ab jetzt in einer 4-4-2-Formation, was mit Arp und Pellegri vorne im Sturm vollkommen in Ordnung ist. Ich glaube auch nicht, dass wir großartig an Qualität verloren haben durch André Gomes, auch wenn der in der zweiten Bundesliga letzte Saison alles zerschossen hat. Das Freundschaftsturnier konnten wir ja am Ende für uns entscheiden, genauso wie die Partien HSV und Gladbach, wo wir beide Spiele gewonnen haben. Das bedeutet, jetzt geht's Richtung Winter in unserer allerersten Bundesliga-Saison in dieser Sprint to Glory. Die Hälfte der Saison ist geschafft und die Frage ist natürlich, auf welchem Tabellenplatz befinden wir uns. Wir sind Achter, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Im DFB-Pokal sind wir natürlich mal wieder raus. Und zwar gegen Schalke in der zweiten Runde. Ey, immerhin haben wir mal die erste Runde überstanden, weil wir da nicht angetreten sind. Wir haben jetzt noch 10 Millionen Euro für die Wintertransferphase, mal schauen, was alles passieren wird. Wir haben mittlerweile im Übrigen auch die ersten 80er in unserem Kader, und zwar Jan-Fiete Arp und Christian Früchtel. Wir haben im Übrigen einen ehemaligen freien Spieler verkauft, und zwar Ayman Ashraf. Wir haben einen wichtigen Spieler verkauft, und zwar Salih Özcan, und dafür kriegen wir immerhin 10 Millionen auf unser Transferbudget. Da wir Salih Özcan verkauft haben, brauchen wir natürlich einen neuen Kracher, und zwar Renato Sanchez vom FC Bayern München. Richtig geiler Transfer. Gott sei Dank war seine Freigabesumme bei 18,5 Millionen. Der Transfer hat sich sowas von gelohnt. Die Wintertransferphase ist vorbei und es ist natürlich schon irgendwie was richtig Krasses passiert. Wir haben Ashraf verkauft und dann haben wir Salih Özcan verkauft, unseren bisherigen Stammspieler. Und dann haben wir einfach mal Renato Sanchez geholt von Bayern. Einfach mal eine 81er Gesamtstärke für 18,5 Millionen. Und dann haben wir noch von den freien Spielern Benetciak verpflichtet, hat eine Gesamtstärke von 68. Der Kader musste mal wieder breiter gemacht werden, man kennt's ja. Und damit ist unsere allererste Bundesliga-Saison vorbei und ich bin halt gespannt, wo wir gelandet sind, auf dem 11. Tabellenplatz. Das ist jetzt irgendwie enttäuschend. Also ganz ehrlich, ich habe schon gehofft, dass wir es tatsächlich schaffen, uns für die Europa League zu qualifizieren. Sollte allerdings nicht so sein, ist dann unser Ziel für die nächste Saison. Den DFB-Pokal hat am Ende tatsächlich der erste FC Köln gewonnen. Gratulation gehen raus. Die Europa League hat am Ende Chelsea gewonnen. Ich hoffe in echt nicht, denn ich hoffe natürlich, dass Chelsea gegen Frankfurt rausfliegen wird. Und die Champions League konnte sich am Ende Manchester City gegen Liverpool sichern. Saison Nummer 4 und das ist die Saison, wo ich auf jeden Fall plane, einen der internationalen Plätze zu erhaschen. Und für dieses Ziel haben wir einfach mal nur 13,4 Millionen. Danke für nichts. Dass wir einfach mal nach dem Aufstieg mehr Geld zur Verfügung haben, als wenn wir uns in der Liga halten, das ist schon ein bisschen bescheuert. Allerdings muss man gestehen, dass unser Kader bzw. auf jeden Fall unsere Stammelf mittlerweile richtig gut aussehen. Wir haben nur noch wenige Spieler, die unter einer 80 sind. Dadurch, dass ich jetzt ein paar Verträge verlängern musste, haben wir einfach mal mehr oder weniger die Hälfte unseres Transferbudgets ausgegeben. Das Freundschaftsturnier ist mal wieder vorbei und wir haben es tatsächlich geschafft, im Finale nach dem Elfmeterschießen gegen Eibar zu gewinnen. Die Sommertransferphase ist vorbei und ihr könnt sehen, wir haben so gut wie alles, was wir an Geld hatten, ausgegeben. Einzig und allein 2 Millionen Euro bleiben uns circa, die ich für den Winter behalten wollte, beziehungsweise für eventuelle Vertragsverlängerungen. Eins vorweg, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es die perfekte Transferphase war, aber so schlecht war die Transferphase überhaupt nicht. Zuallererst kommen wir zu unseren Verkäufen und zwar haben wir Riccardi für 9 Millionen verkauft, Sousa Silva, ehemaliger freier Spieler, Kone ebenfalls und dann haben wir Ömer Toprak vom BVB gekauft. Liegt einfach daran, sein Vertrag wäre ausgelaufen. Ich wollte unbedingt einen Verteidiger haben, der endlich mal über eine 80 ist und das haben wir mit Ömer Toprak gemacht, denn Talente haben wir derzeit genug an Innenverteidigern. Dann haben wir noch Adli geholt für seine Freigabesumme für 2,8 Millionen. Ben Woodburn auch einfach mal für seine Freigabesumme von 4,4 Millionen, hat glaube ich mittlerweile eigentlich einen Wert von 12 Millionen oder so. Und Ezekiel Barco haben wir auch gut für 18,1 Millionen. Ebenfalls Sarabia, Gesamtstärke von 71 und verkauft haben wir Ludovic Reis für 15 Millionen an den Wolverhampton. Und da wir einfach sehr viele talentierte Innenverteidiger haben, habe ich mir gedacht, es schadet jetzt nicht unbedingt einen Toprak zu holen, der eine Gesamtstärke über 80 hat und das haben wir einfach gebraucht. Und bevor wir jetzt in Richtung Wintertransferphase gehen, können wir sehen, dass wir die ersten beiden Spiele gewonnen haben. Und zwar gegen Frankfurt 3:0 und gegen Wolfsburg 2:1. Es könnte eine ganz gute Saison werden. Und damit sind wir in der Wintertransferphase angekommen und jetzt ist natürlich die Frage, erscheint das internationale Ziel tatsächlich möglich? Und die Antwort ist eindeutig ja. Wir sind derzeit Erster in der Bundesliga mit 39 Punkten, 5 Punkte Vorsprung gegenüber den Bayern. Damit muss ich sagen, habe ich nicht unbedingt gerechnet. Die Frage ist, wie sieht es im DFB-Pokal aus? Wir sind tatsächlich mal im Viertelfinale angekommen, das ist schon krass. Wir sahen in unsere Runden aus. In der zweiten Runde haben wir 3:0 gegen Dresden gewonnen, kann man mal machen. In der dritten Runde haben wir tatsächlich BVB geschlagen, sehr, sehr nice. Und im Viertelfinale wartet Leverkusen auf uns. Leider hat noch kein zweiter Innenverteidiger von uns die 80 erreicht, denn eigentlich sollen sie ja Toprak irgendwann mal ablösen. Die Wintertransferphase ist vorbei und ihr wundert euch vielleicht, warum wir nur noch 12 Euro auf dem Konto haben. Ganz einfach, ich habe Verträge verlängert. Da wir in der Wintertransferphase nur zweimal unentschieden gespielt haben, ist unser Vorsprung auf lediglich 2 Punkte geschrumpft. Das ist aber in Ordnung. Wir gehen jetzt natürlich bis zum Ende der Saison.
Und damit sind wir am Ende der vierten Saison angelangt und jetzt ist die Frage, auf welchem Tabellenplatz befinden wir uns? Fünfter bedeutet Europa League Qualifikation. Das ist ehrlich gesagt für mich voll und ganz in Ordnung. Champions League wäre vermutlich ein bisschen zu früh gewesen, von daher ist das in Ordnung. Habe ich gerade Europa League Qualifikation gesagt? Ich meine natürlich Europa League. Da sind wir safe drin. Schade eigentlich, unser Kader sieht mittlerweile echt richtig, richtig gut aus. Mittlerweile hat auch jeder die 80 erreicht, sogar Toprak, der sich um einen Punkt verschlechtert hat. Im DFB-Pokal hat im Übrigen Bayern 3:0 gegen Leverkusen gewonnen. Das bedeutet, wir sind auch gegen Leverkusen im Viertelfinale ausgeschieden und zwar mit einem 1:2. Die Europa League hat am Ende Lille gegen Real Madrid gewonnen. Warum auch nicht? Und die Champions League konnte am Ende Barcelona für sich entscheiden im spanischen Duell gegen Atletico Madrid. Und damit sind wir in der fünften Saison angekommen und ich frage mich mittlerweile echt, wie weit der Chris in der fünften Saison war oder ob der schon die Champions League irgendwie gewonnen hat. Und wir haben in unserer allerersten Europa-League-Saison 35 Euro bzw. fast 36 Millionen Euro zur Verfügung. Damit kann man schon ein bisschen was machen. Unser Kader sieht natürlich mittlerweile richtig gut aus. Arp hat einfach mal die 85 erreicht. Und wie immer müssen wir natürlich neue Innenverteidiger kaufen, was ich relativ selten in der Vergangenheit gemacht habe, bzw. welche, die uns wirklich weiterhelfen. Das bedeutet, eigentlich muss in der Innenverteidigung mal ein richtiger Brecher her. Auf unserer Transferliste stehen im Übrigen Ömer Toprak, den wollte ich halt nur für diese eine Saison haben, und Oliver Skip. Am Ende haben wir es diesmal nicht geschafft, das Freundschaftsturnier zu gewinnen, denn am Ende haben wir im Elfmeterschießen gegen Betis Sevilla verloren. Wir haben mittlerweile im Übrigen unsere ersten Spieler verkauft, und zwar Oliver Skip, Ömer Toprak und das MSV-Urgestein mittlerweile Ahmed Engin. Bedeutet, wir haben mittlerweile 70 Millionen auf dem Konto. Und der Kracher für diese Saison kommt von Borussia Dortmund, und zwar Manuel Akanji mit einer Gesamtstärke von 88, kommt für ca. 49 Millionen dank einer Freigabesumme von Borussia Dortmund. Richtig, richtig geil. Und natürlich ist Akanji sofort Stammspieler hier beim MSV Duisburg und damit herzlich willkommen. Ich habe im Übrigen auch mal die Weechans von Godin und Modric auf die Transferliste von uns gepackt. Wir haben Sofiane Diop zurück an AS Monaco verkauft für 27 Millionen, wovon wir 21 Millionen bekommen. Und als Ersatz für Diop haben wir einfach mal Steam Bergwien gekauft für 39,2 Millionen eigentlicher Mehrwert. 55,5 Millionen Gesamtstärke von 87. Das ist schon richtig krass, in welchen Preisregionen wir uns mittlerweile bewegen. Und durch Bergwijn ändern wir natürlich was in unserer Stammformation. Und zwar wird der linke Mittelfelder jetzt zu einem linken Flügelspieler. Wir haben einen weiteren Spieler verkauft und zwar Benoit Badiachil Richtung Werder Bremen. Ja, Werder Bremen ist eine coole Mannschaft, ne? Verkauft haben wir ebenfalls Paulinho in Richtung Rom, weil ich einfach ein krasses Angebot bekommen habe für 64,5 Millionen, wovon wir 54,5 Millionen sofort auf unser Festgeldkonto bekommen. Und damit haben wir den nächsten krassen Spieler verpflichtet, und zwar Phil Foden von Manchester City. Hat eine 84er Gesamtstärke und hat einfach mal einen Marktwert von 43,5 Millionen und Manchester City hat bei 45 Millionen einfach akzeptiert. Hab mich selbst ein bisschen gewundert. Unsere Europa League Gruppe sieht im Übrigen folgendermaßen aus. Mit Ajax Amsterdam, Athen und Rapid Wien und natürlich wir der MSV Duisburg. Und ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall gute Chancen in der Europa League weiterzukommen. Wir haben unseren Stammtorhüter in Richtung Fulham ziehen lassen. Das bedeutet, die wichtigste Personalie, die wir jetzt klären müssen, ist die Torwartposition. Immerhin haben wir dafür 53 Millionen. Sollte machbar sein. Wir haben einen neuen Torhüter und zwar Alex Meret. Ich musste leider ein wenig mehr bezahlen, als ich eigentlich wollte. Aber der Verein wollte einfach nicht klein beigeben. Was macht man, wenn man einen kleinen Kader hat? Richtig, man verkauft weitere Spieler, wie zum Beispiel Alfonso Davies an FC Liverpool. Meine Fresse, habe ich mich jetzt versprochen. Und nach all den Jahren haben wir es endlich geschafft, Kangin Lee zu verpflichten für 16 Millionen für seine Freigabesumme. Ganz im Ernst, keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon versucht habe, Kangin Lee zu verpflichten, aber jetzt haben wir es einfach mal getan. Und damit hat auch diese mega krasse Sommertransferphase einfach mal ein Ende gefunden und ich bin sowas von zufrieden mit den Transfers, die wir getätigt haben. Zuallererst reden wir natürlich wie immer über unsere Abgänge, und zwar Badiachil Richtung Werder Bremen, Engin Richtung Spal, Ömer Toprak Richtung Olympique Lyon. Paulinho einfach mal zu Lazio Rom, Oliver Skip zu Independiente, keine Ahnung, Davies zu Liverpool, Früchtl zu Fulham und wir haben natürlich eine Menge Geld eingenommen. Heißt, wir holen erstmal einen vereinslosen Spieler wie zum Beispiel Mutu und Laupa, zwei Spieler, die wir einfach brauchten, um den Kader aufzufüllen, weil ich keinen Bock habe, dass wir Spiele verlieren, weil wir zu wenig Spieler haben. Dann haben wir angefangen zu investieren, und zwar Kangin Lee für 16,3 Millionen. Eggestein auch dank der Freigabesumme für 8 Millionen zu uns. Ein Eggestein, der Mannschaft tut immer gut, würde ich mal behaupten. Alex Meret, dann unsere Nummer 1 und Foden für 45 Millionen. Dann natürlich die beiden Top-Transfers, meine ich natürlich, mit Bergwijn und Manuel Akanji. Zwei Granaten einfach nur. Und natürlich der Abgang von Sofiane Diop Richtung Heimat Monaco darf man natürlich auch nicht vergessen. Das bedeutet, unsere Mannschaft sieht jetzt folgendermaßen aus und ich muss sagen, die sieht schon richtig, richtig gut aus. Natürlich Saliba, der zweite Innenverteidiger von uns mit seiner 80, stört ein bisschen, ist aber erstmal voll und ganz in Ordnung.
Ich hoffe, dass wirklich die Champions League Qualifikation in dieser Saison drin ist und natürlich ein guter Weg in der Europa League. Und damit ist es soweit. Wir sehen jetzt ab sofort, wo wir in der Bundesliga stehen und mal wieder Erster. Ein Punkt Vorsprung gegenüber Dortmund, allerdings bedeutet das irgendwie nicht viel. Das haben wir in der letzten Saison irgendwie gemerkt. Und im DFB-Pokal sind wir mal wieder rausgeflogen und zwar gegen den FC Bayern München 3:2. DFB-Pokal ist in den Spunto Glories echt nicht so meins. In der Europa League sind wir Erster in der Gruppe geworden, das ist richtig nice und wir treffen in der Runde der letzten 32 auf Montpellier als nächstes. Ja, wir haben für diese Wintertransferphase 5 Millionen Euro zur Verfügung und ehrlich gesagt plane ich überhaupt nichts. Ich muss auch sagen, unser Kader sieht mittlerweile richtig, richtig krass aus. Saliba hat mittlerweile wenigstens die 81 erreicht. Die Wintertransferphase ist vorbei und viel haben wir nicht gemacht. Wir haben Marius Müller für 3 Millionen geholt, einfach aus dem Grund, weil unser aktueller Torwart Meret für noch ein paar Wochen ausfallen wird und ich einfach dadurch einen dritten Ersatztorwart haben wollte. Wir gehen jetzt auch bis zum Ende der Saison. Ich hoffe natürlich, die Champions League Qualifikation ist wirklich drin. Das wäre einfach ein absoluter Wunschtraum. Ich habe allerdings Sorgen, weil Meret wie gesagt noch ein paar Wochen ausfällt und ein Torwart ist bei Simulation einfach extrem wichtig. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende der 5. Saison angekommen, wenn ich mich nicht irre. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass wir die Champions League erreicht haben. Wir sind in der Champions League Qualifikation. Immerhin etwas. Wir haben es dann doch relativ knapp vor Stuttgart geschafft. Ein ganzer Punkt trennt uns vom 5. Platz. In der Europa League sind wir leider im Viertelfinale gegen Leicester City rausgeflogen. Und am Ende hat Juventus Turin im Europa League Finale gewonnen. What the fuck, was macht Juve denn da? Die Champions League hat am Ende Manchester United für sich entschieden gegen den AC Mailand. Und im DFB-Pokal gewinnt am Ende der Rekordmeister aus München gegen Borussia Dortmund. Wir sind in der 6. Saison angekommen. Womöglich ist das die letzte Saison in dieser Spoon to Glory, auch wenn ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher bin, denn wir müssen ja erstmal die Champions League überhaupt erreichen. Ich würde aber sagen, mit dem Kader bzw. mit dieser Mannschaft ist schon einiges möglich, wenn man noch ein paar Verbesserungen vornimmt, wie zum Beispiel typisch richtig in der Innenverteidigung. Und dafür haben wir ca. 50 Millionen Euro zur Verfügung. Ist in Ordnung erstmal. Wir haben einen jungen und krassen Innenverteidiger verpflichtet und zwar Giovanni Avenatti, der Regen von Godin. Bedeutet, er hat Potenzial etwas Besonderes zu werden und mit seiner Gesamtstärke von 83 verbessert er uns ebenfalls sofort. Wie ich gerade in der Champions League Qualifikationsrunde sehe, sind wir da nicht vorhanden. Das bedeutet, wir sind schon safe für die Champions League qualifiziert. Richtig gut, ich denke mal, das liegt am FC Bayern DFB-Pokal gewinnen. Wir haben am Ende das Freundschaftsturnier gewonnen und zwar gegen den FC Barcelona im Finale und ich muss sagen, wir haben gegen sehr, sehr gute Mannschaften gespielt, konnten uns aber immer recht deutlich gegen die Mannschaften durchsetzen, was schon ziemlich krass ist. Ist ja vielleicht ein gutes Zeichen für die Champions League. Wir müssen es gerade irgendwie schaffen, ein paar richtig krasse Abgänge kompensieren zu können und zwar verletzt uns Kotzer, ist zwar nur noch ein Ersatzinnenverteidiger, aber trotzdem war er immer ein sehr starker Verteidiger für uns. Ebenfalls verlässt uns ein Stammspieler namens Renato Sanchez und eventuell verlässt uns Barco in Richtung Arsenal. Ebenfalls verkaufen wir Itter, unseren Linksverteidiger, und einen neuen Linksverteidiger zu finden ist immer so eine Sache, ist immer extrem schwierig. Bedeutet aber, ich habe einiges zu tun und dafür haben wir immerhin 146 Millionen Euro. Wir holen doch noch einen richtigen Kracher für die Innenverteidigung und zwar Jonathan Tah vom FC Chelsea mit einer Gesamtstärke von 87. Mit Ryan Sessegnon haben wir auch schon einen neuen Linksverteidiger gefunden. Schlussendlich haben wir auch Barco verkaufen können an Arsenal und haben jetzt 61 Millionen Euro zur freien Verfügung. Leute, wir haben einen neuen Topmann im Kader und zwar Vinicius Junior von Real Madrid und jetzt haltet euch fest, für 54,8 Millionen Euro und sein eigentlicher Wert ist einfach mal 82,5 Millionen. Wir hätten an für sich um die 100 Millionen für ihn zahlen müssen, allerdings war die Freigabe so immer so schön, die hat uns richtig angelächelt. Ich war gerade auch ein bisschen überrascht, dass der tatsächlich so billig war. Das war schon nice. Durch den Kauf von Vinicius Junior ändert sich auch einfach mal unsere Stammformation zu einem 4-3-3. Liegt einfach daran, dass Junior einfach mal ein linker Flügelspieler ist und Bergwijn kann halt einfach perfekt auf dem rechten Flügel spielen. Heißt, das ist ab jetzt unsere neue Stammformation. Wir müssen natürlich immer noch einen neuen zentralen Mittelfeldmann finden. Saliba haben wir jetzt auch an den FC Barcelona verkauft. Damit haben wir auch den perfekten Spieler fürs zentrale Mittelfeld gefunden und zwar Tanguy Ndombele mit einer Gesamtstärke von 89. Also ich würde mal behaupten, der Kader kann sich absolut sehen lassen. Jetzt, wo die Sommertransferphase vorbei ist, gibt es natürlich wie immer einen kleinen Überblick über unsere Transfers. Aber ich habe, glaube ich, auch so gut wie alle erwähnt, aber hier nochmal zum Gucken. Natürlich war es mit Abstand die geilste Transferphase, die wir bis jetzt in dieser Spoon to Glory hatten, denn die war mehr oder weniger einfach perfekt. Wir haben einfach so viele gute Spieler bekommen und ich habe jetzt gerade auch schon gesehen, dass sich die ersten auf die 90 verbessert haben. Und zwar haben Vinicius Junior und auch Ndombele die 90 erreicht und sind damit unsere ersten 90er in dieser Spoon to Glory.
Unsere Champions League-Gruppe sieht im Übrigen folgendermaßen aus, mit Valencia, Olympique, Marseille und natürlich Lokomotiv Moskau. Und ich schätze auch hier uns eigentlich ganz gut ein, dass wir eine ganz gute Möglichkeit haben, in der Champions League weiterzukommen. Die ersten beiden Bundesligaspiele in dieser Saison konnten wir im Übrigen auch für uns entscheiden. Und jetzt heißt es natürlich auf in Richtung Januar im Jahr 2024. Und damit haben wir die Wintertransferphase erreicht und wir sehen jetzt schon, dass wir tatsächlich noch im DFB-Pokal sind. Und die Frage ist, auf welchem Platz sind wir in der Bundesliga? Erster würde mich nicht wundern, wir sind tatsächlich mal wieder Erster in der Wintertransferphase, das dritte Mal hintereinander, glaube ich, Herbstmeister. Aber bis jetzt haben wir es nicht einmal geschafft, das tatsächlich bis zum Ende durchzuziehen. Allerdings würde ich unseren Kader jetzt zutrauen, das tatsächlich zu schaffen und es wäre einfach mega geil. Im DFB-Pokal habt ihr ja gesehen, sind wir tatsächlich noch dabei und zwar demnächst gegen den VfL Wolfsburg. Und wir haben uns am Anfang in der dritten Runde gegen Dortmund durchgesetzt und in der zweiten Runde gegen Hannover 96. Sehr gut. Jetzt allerdings die alles entscheidende Frage, sind wir noch in der Champions League tatsächlich? Wir spielen im Achtelfinale demnächst gegen Atletico Madrid, die haben auch eine verdammt starke Mannschaft. Und jetzt bin ich auch auf die Gruppenphase gespannt. Wir wurden nur Zweiter hinter Valencia. Wundert mich ehrlich gesagt ein wenig, aber egal, Hauptsache wir sind weiter. Wir haben ungefähr 4 Millionen Euro zur Verfügung, ist schon ziemlich heftig für uns. Heißt, in dieser Wintertransferphase passiert vermutlich wieder mal relativ wenig. Und so sieht mittlerweile unser Kader aus. Arp nähert sich auch immer weiter in der 90 an, genauso wie Puig, der mittlerweile sein Potenzial erreicht hat. Der Kader sieht halt echt richtig gut aus. Und weil in dieser Wintertransferphase nicht so viel passiert, können wir mal in die Live-Simulation gegen VfL Wolfsburg im DFB-Pokal reingehen. Ich finde gut im Übrigen, dass Milinkovic-Savic bei Wolfsburg im Tor spielt. So muss das sein. Demir verschießt erstmal einen Elfmeter, das ist in Ordnung für mich und am Ende gewinnen wir 3:1. Also was zum Teufel sucht Milinkovic-Savic bei Wolfsburg im Tor? Okay, es war ein anderer Milinkovic-Savic, macht's aber irgendwie nicht viel besser und der Spaß ist dabei irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Und in der, ich glaube, 6. Saison ist es endlich soweit. Wir sind in der allerersten Champions League Live-Simulation angekommen. Und mit diesem Kader werden wir diese jetzt antreten und zwar gegen Atletico Madrid und wir spielen heim. Das bedeutet, ein Sieg wäre unfassbar wichtig. Und wir treffen direkt in der 7. Minute durch Jan-Fiete Arp zum 1:0. Das ist extrem gut, aber ein 1:0 würde mir ehrlich gesagt nicht reichen. So ein 2 oder 3:0 wäre schon richtig gut, denn ich habe Angst, dass einfach mal Atletico Madrid dann irgendwie noch ein Tor macht und ein Auswärtstor ist in so einem Spiel immer extrem wichtig und am Ende geht es einfach mal 1:0 für uns aus. Muss mir erstmal reichen. Und damit gehen wir ins Rückspiel gegen Atletico Madrid und das Gute ist, es hat sich absolut keiner von uns verletzt. Das ist ja in der Spunto Glory relativ untypisch, dass alle Spieler mal fit sind. Und Rashford macht ja direkt in der 9. Minute das 1:0, aber abgleicht aus. Heißt, wir haben das Auswärtstor und das ist richtig wichtig. Aber Lukaku macht hier das 2:1, heißt, es ist wieder so eine Art Unentschieden und am Ende kommen wir tatsächlich weiter durch die 2 Auswärtstore. Das ist richtig, richtig gut. Heißt, wir haben auch richtig Glück gehabt, dass Atletico Madrid in dem Heimspiel gegen uns nicht getroffen hat. Wir müssen leider vor dem nächsten Champions League-Spiel Sessegnon auswechseln, der leider verletzt ausfallen wird. Ich hätte vielleicht gerade einfach mal die Klappe halten sollen, als ich gesagt habe, ja, zum Glück hat sich keiner verletzt und ist ja untypisch für eine Spunto Glory. Das bedeutet, wir sind jetzt im Viertelfinale der Champions League gegen Liverpool. Und ab jetzt werde ich auch nicht mehr skippen. Denn ich sag mal so, jetzt wird's richtig, richtig spannend und Liverpool hat auch eine richtig gute Mannschaft. Einfach mal noch Salah, Van Dijk, Rugani, Wan-Bissaka, Robertson, da sind schon richtig gute Spieler bei. Allerdings würde ich sagen, dass sie nicht viel besser sind als wir. Allerdings fällt bei uns einfach mal Sessegnon aus, einer der besten Linksverteidiger der Welt, sage ich jetzt einfach mal. Und ich würde mich natürlich über ein 1:0 von uns sehr freuen, weil es einfach mal ein Auswärtstreffer wäre, obwohl 0:0 gegen Liverpool heim bei denen auch in Ordnung wäre. Und genau so sieht's auch aus. 0:0 in Liverpool ist für mich ehrlich gesagt vollkommen in Ordnung. Wir gehen jetzt mit einer komplett ausgeflippten Mannschaft ins Rückspiel gegen Liverpool. Denn ich möchte einfach die Besten von uns auf dem Feld stehen haben und weil unser Linksverteidiger ausfällt und wir keinen, ich sag mal, richtig guten Ersatz-Linksverteidiger außer Wagnermann haben, der nur eine 80 ist, habe ich mich dazu entschieden, dieses kleine Experiment gegen Liverpool auszuprobieren. Und damit sind wir jetzt beim Rückspiel angekommen und wir haben dieses kleine Experiment hier am Start. Ich weiß, dass es schief gehen kann. Wir müssen einfach, wenn wir kein Gegentor bekommen, ist alles möglich, ohne Scheiß. Die Frage ist nur, können wir unsere Offensivpower hier gerade einsetzen gegen Liverpool, die auch durchaus eine gute Mannschaft haben, aber ich hoffe einfach, wir können den Heimvorteil nutzen und Puig macht dir das 1:0, während Fernandes dann direkt das Unentschieden macht. Was macht denn unsere Mannschaft da? Das bedeutet, wir brauchen gerade unbedingt ein 2:1, sonst wird es richtig schwierig für uns, beziehungsweise eigentlich unmöglich weiterzukommen. Eggestein, der reingekommen ist, macht dir das 2:1 und wir gewinnen dieses Spiel mit dieser komplett verrückten Aufstellung. Willst du mich denn verarschen? Und damit sind wir weiter in der Champions League. Richtig nice. Danke. Kleiner Abstecher ins DFB-Pokal-Halbfinale mit Sessegnon in der Startaufstellung. Denn er ist mehr oder weniger wieder fit. Und das ist auch nötig, denn wir haben demnächst in der Champions League einen richtigen Kracher vor uns. Allerdings habe ich mir gedacht,
nehmen wir den DFB-Pokal mit und Gumni machte das 1-0, während Madison dann natürlich sofort den Ausgleich schießt. Wir haben es gerade nicht so drauf, aber Puig macht das 2-1 für uns. Das ist richtig gut. Auswärtstore sind hier auch relativ egal und am Ende gewinnen wir 3-1. Und ich habe jetzt einfach mal übersprungen, weil es ja quasi nur der DFB-Pokal ist und wir haben es tatsächlich 3-1 gewonnen und sind somit im Finale des DFB-Pokals. Und wie schon erwähnt, wir haben im Halbfinale der Champions League richtigen Kracher vor uns, und zwar Real Madrid. Und damit sind wir im Spiel gegen Real Madrid angekommen und ich hoffe einfach, dass wir den Heimvorteil, wie gesagt, einfach für uns nutzen können. Und wenn ich mir die Mannschaft von Real Madrid so angucke, würde ich mal behaupten, die ist jetzt nicht zwingend besser als unsere. Also wir haben schon richtig krasse Spieler auf dem Feld und Puig macht hier tatsächlich das 1-0, während 4 Minuten später Brahim hier zum Ausgleich trifft. Und so ein Auswärtstor ist halt scheiße. Ich hoffe, wir treffen hier noch einmal und Arp macht tatsächlich dieses wichtige 2-1 für uns. Jetzt noch ein 3-1 und das wäre mega, mega awesome. Allerdings würde ich mich auch mit einem 2-1 zufrieden geben und das tue ich auch. Jetzt heißt es einfach für uns, dass wir auswärts in Madrid treffen müssen. Jetzt heißt es Auswärtsspiel in Madrid und das ist extrem schwierig. Wir spielen gerade in einer 4-2-4-Formation, denn ich sag mal so, Foden fehlt, rot gesperrt und ich wollte Pellegrini dann in der Startaufstellung haben. Das funktioniert so am besten. Und wie gesagt, es wäre schon richtig gut für uns, wenn wir tatsächlich ein Auswärtstor erzielen würden. Denn dann wird es richtig schwierig für Real Madrid. Oder es geht 0-0 aus und wir kommen weiter. Das wäre für mich natürlich auch in Ordnung. Avenatti, unser Ersatzinnenverteidiger, machte tatsächlich das Tor richtig gut. Vermutlich nach einer Ecke und jetzt wird es richtig schwer für Real Madrid. Und wir sind kurz davor, das Champions League Finale zu erreichen. Das wäre einfach nur awesome, wenn wir das tatsächlich schaffen. Pacueta macht ja halt das Unentschieden. Ist aber scheißegal, wir sind im Finale der Champions League angekommen. Und im Finale der Champions League werden wir einfach mal auf Manchester City treffen. Das wird extrem krass und ein kleines Duell der Giganten. Denn wir, der MSV Duisburg, haben mittlerweile auch eine extrem gute Mannschaft. Und im DFB-Pokalfinale treffen wir auf FC Bayern München. Das wird auch richtig, richtig krass. Und bevor wir in die beiden Finalspiele gehen, schauen wir natürlich zuallererst in die Bundesliga rein. Und zwar sind wir souverän Meister geworden. Das bedeutet, wir haben die Chance, das Triple zu holen. Und das wäre awesome als Abschluss dieser Sprint to Glory. Zum Triple gehört natürlich der Sieg im DFB-Pokalfinale. Und das, hoffe ich, können wir hier in Berlin holen. Das Problem ist, Bayern hat hier mehr oder weniger den Heimvorteil und ich lasse die Finger vom Controller, denn wir gucken uns das alles natürlich live an, denn es ist ein Finale, das kann man sich auf jeden Fall mal live geben. Bergwijn sieht hier erstmal die gelbe Karte in der 22. Minute und Tah ebenfalls. Bis jetzt sieht es aber ganz in Ordnung aus, allerdings sollte mal langsam ein Tor für uns her, das wäre extrem gut. Ich würde auch sagen, dass wir mit der Mannschaft auf jeden Fall mithalten können und Jan-Fiete Arp, der künftige Bayern-Spieler, trifft hier zum 1-0 tatsächlich. Das würde auch vollkommen ausreichen und wäre extrem geil, wenn wir den DFB-Pokal tatsächlich holen. Das schaffen wir, heißt, das Double ist safe und ich werde alles dafür geben, dass wir auch das Triple bekommen. Und damit sind wir endlich im Old Trafford angekommen und damit im Champions-League-Finale gegen Manchester City. Und da ist das Ding, was wir unbedingt mit nach Hause nehmen wollen. Das erste Mal in Vereinsgeschichte MSV mit dem Henkelpott. Und hier sehen wir nochmal die wunderschöne K.O.-Phase. Und am Ende, ja, treffen wir natürlich auf Manchester City, wie schon gesagt. Wir hatten auf jeden Fall einen harten Weg vor uns, um hier hinzukommen. Jo, die Duisburger Trikot mit dem Champions League Logo. Nicht schlecht. Und hier die Mannschaftsaufstellung von Manchester City. Und wenn man sich die Namen durchliest, da sind schon einige richtig gute Spieler dabei. Und Alassane Player. Okay, das wundert mich ein bisschen. Aber Gabriel Jesus, Sané, Sterling. Alle Spieler, die durchaus die 90 erreicht haben können. Genauso wie Silva, De Vrij in der Innenverteidigung, Calabria über rechts, Laporte über links. Also Manchester City hat auch nicht schlecht transferiert, muss man gestehen. Und hier unsere Mannschaft. Wir haben sehr viele Spieler, die mit einer gelben vorgewarnt sind. Auch nicht so verkehrt. Und wir müssen heute auf Jonathan Tah verzichten, weil er einfach rot gesperrt ist. Und deswegen Avenatti, der Regen von Godin in der Innenverteidigung, hat auch unfassbar kranke Werte, der Typ. Und deswegen hoffe ich, dass wir dieses Finale einfach für uns entscheiden können. Ich bin richtig nervös wegen dem Spiel. Natürlich, Bergwijn bringt die Ecke rein. Avenatti steht da, aber Kopfball. Und es gibt noch eine Ecke. Erste richtig gute Möglichkeit. Und jetzt Puig, den haben wir auch schon lange im Kader mit der richtig guten Möglichkeit. Und jetzt Chance mehr oder weniger vorbei. Was eine Flanke von Vinicius. Und jetzt könnte es richtig gefährlich werden für die Spieler aus Manchester. Und was war das denn für ein Move? Und mal wieder Vinicius, der sich hier unten anbietet. Der Typ rennt aber auch einfach wie ein krasser Dude. Und jetzt der Pass in die Mitte auf Jan-Fiete Arp. Und Jan-Fiete Arp machte das 1-0 für den MSV Duisburg. Und der Jubel ist einfach weg. Alles klar, wir führen im Übrigen 1-0 gegen Manchester City durch Jan-Fiete ab. Richtig nice. Vinicius mit der Vorlage. Der kann auch einfach einen davon rennen. Gabriel Jesus, und das könnte ein Elfmeter geben, gibt's aber nicht. Und jetzt mal wieder Vinicius Junior. Über den läuft einfach richtig, richtig viel. Vinicius, jetzt nach hinten passen auf Bergwijn. Bergwijn schießt. Und hier ist das 2-0 für den MSV Duisburg. Und ganz im Ernst, wenn ich nicht weiß, wohin mit dem Ball,
einfach Vinicius Junior geben. Der rennt mit seinem 99er Antritt und der 99er Sprintgeschwindigkeit die Linie entlang, bringt den Ball nach innen und irgendwer steht da schon, der den Ball reinmacht. Das ist schon ziemlich krass. Und jetzt wieder Foden auf Vinicius. Vinicius und eine Parade von Ederson. Und jetzt Foden mit dem Schuss und dann Ederson mit der Glanzparade. Und damit sind wir in der Halbzeit und das Spiel läuft, wie gesagt, voll nach Plan. Wir führen 2-0, könnten auch rein theoretisch schon höher führen. Und ich bin einfach mal mega zufrieden, auch wie sich alle Spieler spielen lassen, beziehungsweise wie der ganze Kader zusammenarbeitet. Das ist schon ziemlich nice, muss ich gestehen. Phil Foden, der Ex-Spieler von City, kriegt hier leider den Torschuss nicht gebacken. So, Leroy Sané jetzt hier über links, bringt die Flanke zu Donny van de Beek, der mit dem Kopfball und der sitzt. What the fuck, Alter, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Der macht aus 16 Metern circa einen Kopfball und der geht tatsächlich rein. Ich werde allerdings versuchen, was dagegen zu machen. Bergwijn wird ausgewechselt für Johannes, Eggestein und Puig ebenfalls. Phil Foden jetzt auf der Zentralmittelfeld und Kangeni jetzt im zentralen offensiven Mittelfeld. Jetzt wird's gefährlich. Leroy Sané schon wieder. Der weiß, mit der Kugel umzugehen. Und dann wieder ein Fehler. Und tatsächlich das sofortige, der sofortige Ausgleich, ey. Gummi passt überhaupt nicht auf, was Leroy Sané da macht. Und damit steht es jetzt 2-2. Und wir haben innerhalb von gefühlt 3 Minuten unsere 2-0-Führung verspielt. Das ist ja großartig. So, Foden und da oben Vinicius Junior. Wenn einer was mit der Kugel kann, dann er, unser 91er. Kommt allerdings nicht zum Abschluss. Macht das hier großartig. Kangin Lee. Und dann Foden. Und ab, macht den Ball rein. Zählt, der zählt. Oh mein Gott, ab steht da genau richtig. Wie kann man denn so viel Glück haben, dass der Ball da noch irgendwie zu ab kommt? Und der macht seinen Doppelpack hier. Oh Leute, das war doch schon ein bisschen Glück, würde ich mal behaupten. Aber das konnten wir an dieser Stelle auch wirklich gebrauchen. Da sehen wir es nochmal. Foden sollte eigentlich schießen und das wird dann irgendwie ein Pass für ab. Und der macht es genau richtig. Ab, der soeben seinen Doppelpack erzielt hat, wird jetzt auch ausgewechselt für Pellegrini. Vielleicht noch den einen oder anderen Konter verwandeln. Denn ich glaube, City wird nochmal richtig einen drauflegen wollen. Oh, der rennt hier schon wieder. Da, boah, Alter, das war Glück. Jetzt muss ich den Ball hier wegkriegen. Ich krieg den Ball nicht weg. Oh, Gott sei Dank, der Ball ist weg. Das heißt, es ist aufpassen. Bernardo Silva und die 2 Minuten sind um. Und damit ist der MSV Duisburg der Sieger der diesjährigen Champions League. Richtig, richtig nice. Ohne Scheiß, es wurde nochmal spannender, als es eigentlich werden sollte und was ich erhofft habe. Denn City wurde echt relativ gut, vor allem nachdem sie das 2-1 gemacht haben. Aber am Ende dann nochmal Jan-Fiete Arp, der tatsächlich das wichtige Tor gemacht hat. Und somit haben wir 3-2 gewonnen in dieser richtig geilen Partie, muss ich sagen. War, glaube ich, gefühlt bis jetzt das geilste Champions-League-Finale, was wir hatten. Die Mannschaft hat sich auch wirklich gut angefühlt zu spielen. Ich kann mich da nicht beklagen. Natürlich, die 2 Gegentore waren ein bisschen kacke. Aber gegen Leroy Sané ist das schon in Ordnung, sage ich mal. Joa, ich will mal behaupten, das Ding gehört uns. Und Manuel Akanji, unser Kapitän anscheinend, habe ich natürlich nicht drauf geachtet, ist jetzt kurz davor, das Ding hochzuheben. Und damit haben wir es offiziell geschafft. Die Sprint to Glory endet nach 6 Saisons. Und ich würde sagen, das ist für einen Zweitligisten wirklich in Ordnung. Ich glaube, unser Vorteil war auch einfach, wir haben richtig gute Talente ganz gut bekommen. Vorhin auch schon ab der ersten Saison. Da konnten wir auch schon mehr oder weniger den ganzen Kader austauschen. Und ja, ich würde sagen, das war eine richtig geile Sprint to Glory. Ich würde sogar behaupten, meine beste bis jetzt. Insgesamt ja meine 4. Derzeit. Und ich hoffe, da kommen auch viele dazu. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr dabei seid. Lasst sehr gerne ein Like nach oben, falls euch dieses Sprint to Glory gefallen hat. Gewöhnt euch nicht an diese erfolgreichen Bilder vom MSV. Ja, ich hoffe zwar, das kommt bald wieder. Ja, es wäre einfach zu schön. Ist ein wundervoller Verein einfach. Und jetzt, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst sehr gerne ein Like da und ein Abo. Und wir sehen uns im Outro. Da sehen wir auch den Chris direkt wieder und erfahren, wie viele Saisons er mit dem MSV Duisburg gebraucht hat, um den Henkelpott zu bekommen. Und damit ist die Sprint to Glory jetzt eigentlich offiziell vorbei, aber weil es ja eine kleine Challenge war, wollen wir natürlich wissen, wie viele Saisons der Chris gebraucht hat. Und deswegen, Chris, wie lange hast du denn gebraucht? Ja, also, oh Mann, ich habe echt Schiss, aber ich glaube, es war ganz gut. Ich habe 7 Saisons gebraucht. Ha, ich habe 6 gebraucht. Nee, ehrlich? Tatsächlich, ja. Oh. Obwohl ich nicht mehr in der 2. Saison aufgestiegen bin. Gell, ich bin, glaube ich, ich weiß schon gar nicht mehr, weil die Aufnahme schon ein bisschen länger her ist, aber ich meine, ich bin ziemlich, habe ich dir, glaube ich, gesagt, 2. Saison direkt hoch, gell? Genau. Ja, richtig. Gut, 7 Saisons, also scheiß drauf, geil. Also GG, Glückwunsch auf jeden Fall an dich, das Duell geht an dich. Ja, ist halt der MSV-Vorteil, den ich hatte, ne? Ja, stimmt, das muss man jetzt natürlich dann alle zusagen, ja. Gut, genau, dann weil das ja so viel bringt. Dann hab ich nächste Woche einen Vorteil.
Genau, mit Köln, denn nächste Woche Sonntag geht's weiter mit der Challenge. Und zwar heißt es Chris gegen Danny Taylor, sag ich jetzt einfach mal. Genau. Ja, ein weiteres Buntu Glory, aber diesmal mit dem ersten FC Köln. Ja, bedeutet, der andere Lieblingsverein ist dran. Ihr seht es auch bei mir hier ein bisschen im Hintergrund. Bei Danny ist es ja der MSV Duisburg, deshalb jetzt der MSV, die Zebras, die Woche drauf dann die Geißbürger mit dem FC. Da freue ich mich auch schon extrem drauf, wo es ja, dann aber da auch heißt, gemeinsames Intro, gemeinsames Outro und hoffentlich diesmal der Sieg für mich. Ich muss ausgleichen hier in dem Duell, Danny versus Chris. Stimmt, dann müsste ja wieder was kommen. Wenn du ausgleichst, dann sind wir quasi gezwungen, noch eine Challenge zu machen. Ja, und noch viel schlimmer für mich, wenn ich dann auch noch 2-0 hinten liege, dann reite ich mich komplett rein, dann will ich immer wieder die Duelle gewinnen und irgendwann steht es wahrscheinlich 25-1 oder so. Naja, aber gut, ich habe auf jeden Fall natürlich jetzt da dann den Druck ein bisschen auf meiner Seite. Auf jeden Fall geil. GG, sexy Source, ey. Echt krass. Aber nicht schlecht, ne? Da hat der Underdog gewonnen. Ja, so ein bisschen. Tatsächlich, ja. Feier ich. Also was heißt, ja gut, was heißt Underdog? Aber ja, gut, es war der MSV-Bonus, muss man jetzt so sagen. Ja, genau. Vielleicht hatte ich auch den kleinen Vorteil, ich musste ja die Spinto, glaube ich, mehr oder weniger zweimal aufnehmen. Ja, okay. Ja, da wusste man natürlich auch, hey, die und die. Aber gut, ich meine, verdient 6-7. Ist trotzdem, denke ich, bei beiden eine sehr gute Leistung gemessen daran, dass man im MSV aus der zweiten Liga hochgeht. Ja, ja. Hat aber auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht, Jungs. Ja. Und wie gesagt, ich würde jetzt einfach mal schon dahin gehen, ja, wenn es euch gefallen hat. Auf beiden Kanälen natürlich seht ihr das Outro. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Gerne auch mit weiteren Teamvorschlägen, oder? Würde ich jetzt einfach mal so im Namen von uns zwei sagen. Weitere Duelle. Würde ich genauso sagen. Kann ich mich nur anschließen. Genau. Und ansonsten natürlich kostenlos abonnieren. Ja. Bei mir die Jungs, an Danny, auch gerne hier und natürlich andersrum, wie ihr wollt. Ja, auf jeden Fall, es wird noch einiges kommen. Es wird einiges kommen noch. Es geht nächste Woche Sonntag weiter und weitere Projekte kommen dann natürlich auch. Womöglich Vorschläge für STGs, STG-Woche. Ja, ich bin auf jeden Fall gehypt, was das angeht. Genau, einfach mal in die Kommentare hauen, denn wir beide haben künftig mehr zusammen vor. Definitiv, ja. Oh, dann war's das. Ja, genau. Dann war's das von uns, Jungs. Also, ich würde sagen, wir wünschen euch noch ein entspanntes Restwochenende und dann hören wir uns spätestens nächste Woche Sonntag wieder. Wenn's heißt Danny versus Chris und hoffentlich 1-1, was die Gesamtwertung angeht. Ja, hoffe ich jetzt nicht, aber ja, ciao. Gut. Also, ciao, ciao.